Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit meinen Flohmarktfunden. Ja, auch am heutigen Sonntag waren mein Bruder und ich auf einem Flohmarkt. Haben wir was gefunden? Das seht ihr gleich. Das Wetter war durchwachsen, es ist sehr windig. Vielleicht hört ihr das auch nebenbei, während ich das Video aufnehme. Es ist immer noch windig und ja, die Sonne ist da, aber auch hinter Wolken, obwohl sie heute Morgen war, es doch Sonne, war gut vertreten. Gestern Abend hat es noch geregnet, so dass man echt nicht wusste, was für einen Flohmarkt bekommt man. Und ich muss auch sagen, diesmal ist es ein Flohmarkt, wo ich sage, ich habe wirklich nicht wirklich was gefunden. Das gibt es auch, aber ich wollte trotzdem ein Flohmarkt-Video machen. Das heißt, dies wird leider etwas kürzer sein als sonst. Ja. Ich habe doch überlegt, ob ich mal ein bisschen quatsche über viele Sachen, über die Flohmärkte an sich und so, über warum ich keine Videoaufnahmen mache, nochmal so ein FAQ über die Flohmarkt-Sachen. Aber nee, das ist ein anderes Mal. Ich denke, hier heute zeige ich euch meine Funde und jo, dann war es das halt nach ein paar Minuten. Kann ich auch nichts ändern, ist halt manchmal so. Es war wirklich jetzt so im Juli so ein bisschen weniger die Flohmärkte bei mir in der Nähe. Klar, es gibt immer irgendwo welche. Ich müsste noch mal ein bisschen weiter rausfahren vielleicht, irgendwo gucken. Aber es muss sich auch lohnen. Und der Flohmarkt, von dem, was ich vorher recherchiere, muss sich auch lohnen. Ich bin, ja, wie ich heute war auf einem Flohmarkt, der war bei mir nicht ganz so weit weg. Da war ich auch schon öfter. Es ist vom gleichen Veranstalter wie der, wo ich auch in der Woche davor war, der bei mir auch auf dem, direkt in der Stadt stattfindet. Jetzt bin ich sozusagen, ich bin ja, wohne ja ein bisschen außerhalb von Hamburg. Ich bin jetzt so ein bisschen nach Hamburg reingefahren. Da war jetzt auch der gleiche Veranstalter. Es waren aber doch sehr, sehr viele Händler da, Trödler, Schrotthändler. Viele haben Klamotten verkauft. Also es waren wirklich super viel Klamotten und man sah wirklich wenig Privatzeug. Wir haben echt gestöbert, geguckt, gewühlt, aber auch Bücherkisten, kaum was Besonderes. Ich hoffe immer in letzter Zeit ein Drei-Fragezeichen-Buch zu finden. Nein, überhaupt nicht. Auch keine Hörspiele richtig. Also es fehlte an allen Ecken und Enden irgendwas. Auch die Games-Händler da waren da, die üblichen, aber ich gucke nicht bei Händlern, wo die PlayStation 1 Spiele, wenn du so die Titel liest, super geil, aber machst du auf. Ich habe einen Chase the Express in der Hand gehabt, habe nur aufgemacht und in der Mitte war das verquollene Handbuch und die CDs klebten links und rechts dran. Nein, sowas, das tut nur weh, da gehe ich gar nicht mehr stöbern. Und wenn du dann die Preise, mein Bruder hatte da spontan gefragt, weil die hatten Disney Infinity Figuren, ihr wisst ja auch durch unsere Videos, wir haben Disney Infinity Figuren gerne gesammelt. Da waren ein paar, die meinem Bruder fehlten, er fragt nach den Preisen und die wollten fast 10 Euro das Stück. Und er sagte, passt, die Dinger sind ja schon teilweise kaputt, da waren Köpfe abgebrochen, Finger, Arme und trotzdem, na, ich gehe auch auf 8 Euro runter. Und da hat mein Bruder gesagt, nee, komm, die haben schon Wetter mitgemacht. Das lohnt sich nicht. Das ist so traurig. Die wollen echt die Preise haben wie neu und das, die Qualität stimmt einfach nicht. Naja, wie dem auch sei, ihr wollt wissen, was haben wir gefunden und ich kann euch sagen, wir haben wirklich nicht viel gefunden. Den Anfang mache ich mit 2 Filmen. Die gab es auch bei einem Händler. Da hat mein Bruder auch noch ein Spiel gekauft. Da hat er auch ein bisschen gehandelt. Für diese beiden Filme hat er je 3 Euro bezahlt. Das ist noch im Rahmen. Das sind 2 Blu-rays. Das eine ist für uns ein Upgrade. Und zwar handelt es sich einmal um Paycheck von John Woo mit Ben Affleck, Aaron Eckhart und Uma Thurman. Das wurde abgegradet jetzt sozusagen. Da fliegt die DVD raus. Ihr könnt mir übrigens auch mal in den Kommentaren gerne schreiben, ob ihr Interesse habt, wenn ich mal ein Video mache über meine Upgrades sozusagen, dass ich mal sage, komm, diese DVDs oder diese Blu-rays habe ich doppelt abgegradet, wie auch immer, durch Collections und so, und schmeiße ich aus meiner Sammlung raus und mache so eine Art Verkaufsvideo. Wenn ihr Interesse habt, einfach in die Kommentare, dann mache ich es vielleicht. So, die zweite Blu-ray, die mein Bruder gefunden hat, es ist jetzt nicht ein, ja, Highlight der Filmgeschichte. The Sword and the Sorcerer 2 mit Kevin Sorbo, Michael Perret und Ralph Möller. Er hat den ersten Teil mal irgendwo gehabt, wollte ihn unbedingt sehen und dann hat er gedacht, für 3 Euro kann man jetzt nichts sagen. Die sind so in Schutzhüllen gepackt, das macht das schon ganz gut, aber dennoch hatten auch zahlreiche
ja, Wasser gezogen durch Feuchtigkeit mit Wellen, Covers, und das macht natürlich auch keinen Spaß. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir haben echt alles durchgegangen, Trödel und so weiter. Und dann habe ich da auch einen Pin-Händler gefunden oder eine Händlerin und habe Pins durchgestöbert. Ich werde euch die erstmal so in die Kamera zeigen und dann zeige ich nochmal eine Nahaufnahme, ein Foto. Zwei Pins habe ich mitgenommen. Da fehlen leider die Nüpse hinten, um es zu sichern. Das war auch mein Grund, sie so runterzuhandeln. Sie wollte 2 Euro das Stück haben. Ich habe im Endeffekt 1,50 Euro bezahlt. Und zwar habe ich einmal einen Fred Feuerstein mitgenommen. Wie gesagt, für 1,50 Euro das Stück. Nee, zusammen geht das völlig. Und hier müsste ein Werbepin sein oder wie auch immer von Disney. König der Löwen, so mit dem Logo. Richtig cool. Also wie gesagt, ich blende jetzt kurz mal ein Bild ein. Pins mag ich ganz gerne und wenn die so ein bisschen Merchandise, filmmäßig oder irgendwie Disney Co. sind, dann nehme ich sie mal gerne mit. Und ja, wenn der Preis stimmt, sowieso. Naja, das habe ich gefunden. Das ist schon fast sehr viel und ich habe hier schon die Hälfte des Ganzen, was ich gefunden habe, liegt jetzt fast hier. Ja, bevor ich zu den Games komme, das mache ich ganz zum Schluss. Ich habe ein Toy gefunden in einer OVP, die sieht nicht mehr dolle aus. Ich habe auch nur 2 Euro dafür bezahlt. Die OVP ist auch, ja, hat sich auch gelöst, gerissen, wurde dann mit Tesafilm geklebt, aber die Figur selbst ist noch in gutem Zustand. Es ist eins der 80er Jahre Transformer-Figuren, die es sozusagen gab, als ja, Kopie, wo die Transformers-Welle war. Und den Jet zum Beispiel, den habe ich immer noch in meiner Sammlung aus den 80er Jahren, den habe ich mal besessen. Und mein Bruder meinte auch, nimm doch mit, der wollte erst 3 haben. Ich habe es auf 2 runtergehandelt, weil auch die Box gecrackt ist. Ist ja auch angeklebt und so weiter. Hier hinten könnt ihr sozusagen sehen von allen, wie sie sich verwandeln. Ja, wie gesagt, ist eigentlich mehr so eine Kindheitserinnerung, deswegen habe ich es mitgenommen. So für mich als Transformers-Sammler, die Box, wie gesagt, ist schon gecrackt und man merkt, dass die nicht mehr so weich ist. Ihr könnt es hier sehen. Naja, aber für 2 Euro kann man dann auch sagen, nimmt man mal gerne mit. Ist halt mir ein Sammlerstück für die Retro-Sammlung. Ja, und jetzt kommen wir schon zu den Spielen. Wir haben da so ein bisschen gefunden, aber es war jetzt nichts Besonderes am PlayStation 2, 3 und Co. richtig dabei. Bei den Händlern, wir haben jetzt bei dem Händler, wo der war, hat mein Bruder noch ein Spiel gefunden. Das zeige ich euch als letztes. Aber ansonsten war es echt dürftig. Ich hatte bei einem Xbox Classic-Spiel noch überlegt, bei Outrun 2 habe ich aber nicht mitgenommen, bei dem gleichen Händler habe ich aber noch diese PC-Spiele gefunden. Habe dafür 3 Euro bezahlt, 1,50 Euro das Stück. Ist auch okay, gibt es normalerweise in Big Box. Ist ein U-Boot-Simulationsspiel, richtig gutes Spiel für die Zeit. Und zwar einmal Silent Hunter. Das ist die normale Standardversion. Da würde jetzt die Big Box mit Handbuch und so weiter natürlich leider fehlen. Und warum ich es auch mitgenommen habe, was man wirklich seltener findet, ist die Patriots Disc 2. Das ist sozusagen Add-on mit Zusatzmissionen. Das ist sozusagen schon von der zweiten Patriots Disc sozusagen die Fortsetzung. Es gab noch eine andere Version sozusagen mit Add-on. Auch Patriot Disc hieß. Die ist etwas häufiger, aber diese 2 ist schon recht selten. Und ja, ihr seht, das ist nicht viel, aber es ist so eine Kleinigkeit für 3 Euro. Im Endeffekt haben wir, wenn ich jetzt hier sehe, da haben wir 6 bezahlt, da habe ich 3, das sind schon mal 9, 10,50 Euro, 12,50 Euro ist das jetzt, was wir am Tisch. Also wir haben nicht viel ausgegeben. Jetzt noch, jetzt kommt noch ein 10er, den mein Bruder bezahlt hat für dieses letzte Spiel. Dann haben wir auch alles. Das ist dann der Flohmarkttag heute. Das Spiel wollte er erst 20 haben, dann hat man wohl auch bei Amazon geguckt, das wird nicht so teuer gehandelt, es geht glaube ich bei 20, maximal kriegt man es neu. Dadurch hat der Händler gesagt, komm, gib mir 10er und ich bin zufrieden. Nachdem mein Bruder auch gesagt hat, mehr als 10 würde er nicht bezahlen. Es heißt, es ist Zenit, ein Rollenspiel. Ich kenne es nicht, ich kann dazu nicht viel sagen. Aber hat er für 10er mitgenommen, ist auch in einer Schutzhülle gepackt worden. Das macht es ganz gut. Hier hinten klebt es noch leicht. Da war so ein kleiner Aufkleber dabei. Der hatte sich so kleine Mini-Aufkleber hier aufgeklebt, wo er einen Preis drauf hatte und so weiter. Ja, hat natürlich auch bei Amazon selbst geguckt, damit er nicht über den Tisch gezogen wird, ob es das wert ist. Ja, das war's aber auch. Ja, das war's.
Mehr kann ich euch nicht zeigen. Das war die kleine Mini-Flohmarktausbeute, obwohl wir einen großen Flohmarkt da besucht haben. Wir waren 1,5 Stunden drauf, knapp, kann man sagen. Ne, 2 Stunden. 2 Stunden sind wir rübergegangen, 2-mal, haben aber nicht mehr gefunden. Ist halt so manchmal. That's life. Ja, also diese paar Flohmarktfunde, die lasse ich sozusagen hier stehen. Dann kann ich auch nur sagen, was sagt ihr dazu? Naja, ihr sagt auch, es muss ja nicht mal viel sein. Ansonsten, ja, liken, teilen, abonnieren. Ein Kommentar, darüber freue ich mich. Was sagt ihr zu den Spielen und so weiter? Was könnt ihr dazu sagen? Einfach rein in die Kommentare. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.